So, herzlich willkommen zum Teil 3, 4. Wir sind bei den textilen Anschlag oder bei den textilen Verbindungsmitteln. Ja, als erstes hat man gehabt den Disclaimer, den ich da oben verlinke. Als zweites hatten wir gehabt die Ringmuttern als Anschlagpunkt oder andere Anschlagpunkte, die man sich im Internet so auch kaufen kann. Dann haben wir die Metalle, Eisenwaren im Einsatz gehabt, sprich Karabiner. Und jetzt möchte man das Ganze auch miteinander verbinden, deswegen die Bandschlingen. Ich habe hier Bandschlingen aus dem Sportkletterbereich. Die haben hier eine Belastbarkeit von 22 Kilonewton, sprich 2,2 Tonnen. Die sind auf 60 cm genäht, haben auf beiden Seiten hier ein Auge, um etwas zu verbinden, um was einzuhängen, damit das auch nicht großartig in der Schlaufe verrutscht. Und ich gehe jetzt einfach mal hin und verbinde, weil wir wollen die zwei Anschlagpunkte, die wir haben, miteinander verbinden, weil wir uns eine Redundanz hier schaffen möchten. Ganz kurz, um das Wort Redundanz zu erklären, also eine doppelte Absicherung ist im Prinzip eine Hose, die ich mir am Körper befestige mit einem Gürtel und Hosenträger. Das ist so das Thema Redundanz. Ich hänge mir die hier auf der einen Seite ein, schraube das Schraubkettenglied zu, so ein bisschen handwarm. Bei den Schraubkettengliedern ist es im Prinzip auch wie mit den Schraubkarabinern, die können durch Vibrationen aufgehen, wobei das Gewinde viel länger ist wie jetzt bei dem Schraubkarabiner. Das heißt, ich muss hier schon einige Windungen auch drauf drehen und das braucht dann schon ein bisschen mehr, um auch wieder aufzugehen. Trotzdem immer wieder prüfen und ich habe noch eine zweite Schlupf, die ich mir hier einhänge. Die mache ich hier drüben rein und somit habe ich dann meine Redundanz geschaffen. Es geht im Prinzip darum, einfach den Ankerpunkt, je nachdem wie er denn gesetzt ist oder wo ich den halt festmache, dass ich hier mir eine Verbindungsmöglichkeit schaffe, falls der Ankerpunkt ausreisen sollte. Und als nächstes mache ich mir dann dort einen Karabiner rein, um das miteinander zu verbinden. Und so habe ich im Prinzip jetzt meinen weiteren Punkt geschaffen, wo ich dann im nächsten Schritt mein Seil anhänge, an dem ich mich dann sichere. Immer darauf achten oben, dass die Schraubkettenglieder geschlossen sind, beziehungsweise wenn ich einen Karabiner verwende, dass der zu ist. Und dann als nächstes natürlich auch hier unten dieser Karabiner richtig verschlossen ist. Was gibt es zu beachten bei der Verwendung? Natürlich darauf achten, dass es nicht irgendwie über scharfe Kanten drüber geht, sei es jetzt oben oder wenn ich das irgendwo drüber lege, wenn sich das Ganze nachher im Betrieb, wenn ich mich bewege in der Horizontalen, dass das nicht irgendwo drüber schrappt und dann kaputt gehen könnte. Man kann sich auch diese LKW-Bandschlingen besorgen, die sind ein bisschen stabiler, die sind ein bisschen haltbarer und die scheuern halt auch nicht so stark durch wie jetzt hier die aus dem Sportkletterbereich. Dennoch würde ich sagen, das Ganze hält auf jeden Fall, wie gesagt, Belastbarkeit 24 kN sind 2,4 Tonnen. Und wenn man einfach guckt, dass unten drunter nichts irgendwie eine scharfkantiges ist, dann hält das auch. Wichtig ist nachher bei der Verwendung, wenn ich jetzt zwei Bandschlingen miteinander verbinde über einen Knoten. Das hat den Nachteil, wenn ich zwei Textilien miteinander verbinde, wenn hier eine Reibung stattfindet, dann kann es sein, dass diese zwei Textilien miteinander verschmelzen und dann muss ich die auf jeden Fall aussortieren. Auch immer gucken, ob das Ganze nicht irgendwie pelzig ist, ob die Nähte hier noch gut sind. Aber das Material ist funkelnagelneu und das ist absolut safe. Ja, trotzdem immer wieder kontrollieren, dass es auch wirklich haltbar ist und gut gepflegt ist. Es hängt nachher schließlich euer Leben dran. Okay, soweit zum Thema Textilien. Also darauf achten, auch hier bei der Verwendung. Und ansonsten jetzt der nächste Teil geht es um die Verwendung von Seil. Und genau, dranbleiben, es geht weiter gleich. Tschüss!